Und hallo und willkommen zurück zu Dark Moor bzw. Endless Fables 3, das Dunkelmoor im Deutschen. Wir müssen noch in das Foyer jetzt hier, in das Anwesen, denn ich glaube hier hatten wir die Kleine gesehen, unsere Nichte. Und wir haben sonst nichts mehr, was wir noch machen können, glaube ich. Oh oh. Muss ihnen folgen. Neue Aufgabe, folge Nora. Wir haben mal leider ein fleischfressendes Monster vor uns hier. Und da müssen wir mal schauen, was wir da machen können. Können wir hier irgendwas... ändert sich hier irgendwas? Ein Geweih? Oh, ist noch ein Kürbis. Was haben wir hier? Etwas steckt in diesem verkrusteten Dreck. Das können wir mitnehmen. Das ist Nummer 2. Okay. Ist auch nicht unbedingt die Deko. Üblicherweise haben Rüstungen wie diese ein goldenes und ein silbernes Schulterstück, aber sie sind nicht hier. Das ist fest verankert. Hier können wir was abreißen. Da haben wir... Was haben wir hier gefunden? Eine Dekoration für den Helm fehlt. Hier fehlt noch ein Dingens. Das ist eine Krone. Hast du noch irgendwas hier am Helm? Nee, du hast hier nichts mehr, ne? Du hast nur das da. Okay. Du hast ein Schild, du hast ein Schwert. Okay. Könnten die sonst nichts mehr machen? Ich glaube, sonst war ja nichts mehr. Ne? Ich suche nur nach veränderbaren Objekten gerade. Ich sehe gerade keins. Wir müssen nach oben gehen. Okay. Was haben wir hier? Es ist der König der Tiere. Du brauchst eine Krone. Hier. Okay. Wo müssen dich jetzt... Wo müssen wir dich denn jetzt hindrehen? Nach außen. Okay. Wenn ich weiß, wohin, kriegen wir das... Ne, da kommen wir nicht weiter. Warte mal. Da lang. Sind wir hier richtig? Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Ne, sind wir überhaupt nicht richtig. Wo muss ich denn da hin? Doch, wir sind hier richtig. Bin nur doof. Da. Wer baut denn so ein Schloss, bitteschön? Jetzt kommen wir ins Studierzimmer. Wir gucken erstmal hier noch. Was ist das hier? Er hat ein Geweih verloren. Okay. Da ist noch was. Ein Lappen und eine Flasche. Da sind Nägel drin. Jetzt können wir die Scheibe rausnehmen, okay. Dieses Metall ist hart, aber mit dem richtigen Werkzeug... Metall? Achso, wir müssen das Metall hier rausmachen, damit wir da an das Harz kommen, oder was ist... Wieso kann ich das X nicht drücken? Das gibt's doch nicht. Okay. Der Nussknacker. Ein starker Biss ist manchmal nützlich. Okay, da ist ein Schlüssel, der noch fehlt. Das ist kaputt. Da kommt ein Deckel drauf. Haben wir aber gerade nicht. Haben wir noch irgendwas hier? Das sieht strange aus, da oben. Das sind wahrscheinlich nur die Spinnenweben. Okay, ich dachte, das ist ein Gesicht hier. Ich sehe schon Gesichter hier, die gar nicht sind oder so. Der Teppich sieht auch nicht mehr gerade aus. Da konnte man nichts mehr machen? Nein. Okay, dann gehen wir ins Studierzimmer. Das Studierzimmer. Ein schöner, großer Schreibtisch auf jeden Fall. Da ist schon mal ein Teil von der Rüstung. Papiere. Eine Leuchtpistole. Öl kann vieles loslösen. Meine Güte, dieses Schloss ist widerstandsfähig. Was haben wir hier? Ich werde etwas finden, um das Rad abzuschrauben. Okay, wir brauchen also eine Münze oder sowas. Nun, sie war reizend. Okay. Hier liegen noch Bücher. Hier wurden Bücher verbrannt. Das kann weggefegt werden. Okay. Vielleicht kann ich etwas als Brechstange benutzen. Hier müssen wir eine Menge machen. Brechstange. Da ist noch was. Das wird nicht rollen, wenn ich das Rad nicht repariere. Okay, wir müssen das Rad reparieren. Hier können wir die... Gesichter einsetzen. Zwei männliche und einen weiblichen Charakter. Okay. Ein Kürbis, der hier noch irgendwo in der Ecke liegt vielleicht? Oder ein veränderbares Stück? Das Boot vielleicht auch nicht. Okay. Da können wir dann hochklettern, wenn wir darüber kommen. Okay. Hier sehe ich sonst nichts mehr, ne? Okay, wir können uns zur Rüstung gehen. Die hat nämlich noch einen Flügel hier. Jetzt kriegen wir... Was haben wir denn jetzt gekriegt? Eine Fliese von Zweien. Okay. Ein Kohlestift, ein Wischlappen, Terpentin, Glasscheibe. Können wir mit dem Lappen da sauber machen? Wird die funktionieren? Hier, Terpentin erst drauf und dann... Die ganze Flasche? Okay. Das müssen wir putzen. Ich brauche mehr Terpentin, um den Schmutz zu entfernen. Noch mehr Terpentin? Okay.
Kein Termtin. Alter, wie viel Termtin haben wir denn verbraten hier? Ich werde es besiegen. Okay, da kommen wir nicht hin. Du willst mich da nicht durchlassen. Können wir die Fliesen zufällig hier einsetzen? Können wir. Jetzt haben wir einen Block. So wie es ist, ist es zu schwach, um erkannt zu werden. Okay, dann nehmen wir einen Stift. Das sieht aus wie ein Cerberus, oder was ist das? Anordnung des Bücherregals. Okay. Du kannst irgendwas knuspern. Bücherregal. Im Studierzimmer vielleicht. Aber da kommen wir gerade nicht dran, ne? Die, oh, doch, kommen wir. Okay. Wir müssen... das sortieren. Wie machen wir das denn? Ich weiß gar nicht, wo fangen wir denn an? Wir müssen eine Hand haben. Die Hand kommt dahin. Okay, die Hand geht dann hier hin. Dann brauchen wir... Was brauchen wir denn noch? Das passt nicht, ne? Doch, das passt. Okay. Dann kommst du da vielleicht hin? Das passt noch nicht. Moment, sind das zwei Gesichter? Aber hier ist auch noch ein Gesicht. Das irritiert mich ein bisschen. Ne, das passt nicht, oder? Doch. Ich bin verwirrt. Nehmen wir mal, die Hand kommt dahin. Oh, ist doch richtig. Okay. 2, 3, 7, 4. 2, 3, 7, 4. Okay, jetzt haben wir den dritten Teil gekriegt. Dann können wir die hier einsetzen. Was haben wir hier? McConnell-Familie. Alize, Tochter von Olivia und Boyd. Alize, da. Die Tochter von Olivia, die müsste richtig sitzen dann, ne? Und hier müsste Boyd hin. Wo ist Boyd denn? Da. Die müsste dann aber... Ne, warte mal. Hier hin. Ne, da passt sie nicht hin. Sie ist die Tochter. Da oben? Genau, da oben muss sie hin. So rum, von unten nach oben. Okay. Elisa, Enkelin von Alice und Richard. Elisa, Enkelin von Alice und Richard. Da müsste sie... Da ist ein männlicher... Moment, kommt die da hin? Nein, das kann nicht sein. Die müsste hier hinkommen? Nein, jetzt bin ich verwirrt. Enkelin von Alice und Richard. Enkelin müsste aber hier irgendwo sein dann, ne? Da passt aber nicht, weil das ein männlicher Charakter. Das ist auch ein männlicher Charakter. Das passt soweit. Hier vielleicht? Nee. Enkelin müsste... Nee, müsste hier irgendwo sein dann, oder? Ich bin verwirrt. Auch nicht. Hm, gucken wir mal weiter. Gordon. Der Bruder von Boyd. Gordon. Hier, der Bruder ist das. Der Bruder müsste dann hier sitzen eigentlich, oder nicht? Auf der Seite? Ist das nicht korrekt? Oder kommt der da bei Donna hin? Da kommt er hin, okay. Kommt direkt nebenan, alles klar. Margaret, Mutter von Donna und Ross. Margaret, die Mutter von Donna und Ross. Das heißt, die müssen getauscht werden? Das passt nicht. Wo muss Margaret hin? Da oben. Donna und Ross. Okay. Lily ist Witwe von Albert. Die Witwe von Albert. Das heißt, die beiden müssten auch hier irgendwo hin, ne? Dahin. Okay, deswegen ist sie da so ein bisschen abseits wahrscheinlich. Walter ist der Vater von Nora. Walter ist der Vater von Nora. Wo ist Walter? Da ist Walter. Der Vater von Nora. Nora ist ganz oben, das passt.
Ruth ist Schwägerin von Laura. Die Schwägerin von Laura. Dahin. Und dann gucken wir gerade nochmal. Albert ist der Neffe von Graham. Der Neffe von Graham, das passt. Und dann müssen wir die beiden jetzt noch tauschen. Was war denn das, was ich nicht wusste? Elisa. Gordon ist der Bruder von Boyd. Elisa ist die Enkelin. Na, das passte. Das hatten wir hier oben. Nee, Moment. Elisa ist die Enkelin. Ach, da. Okay, dann kommt die dahin. Okay. Das war das Problem. Was haben wir jetzt gefunden? Ein Smaragd. Okay. Eine Münze. Das heißt, wir können das hier losschrauben. Nee, das brauchen wir nicht losschrauben. Wir müssen das unten losschrauben. Ich quatsch vom Stuhl. Ich bin doch doof. Da müssen wir hin. Und dann können wir hier losschrauben. Nützt sich doch eine Münze. Jetzt können wir den Stuhl natürlich vergessen, aber das ist egal. Müssen wir das nicht festschrauben? Müssen wir festschrauben. Wäre es nicht besser gewesen, das erste hinzudrehen? Aber okay. Oh, es ist nur eine Katze. Okay. Der Dachboden sieht auch nicht mehr so gesund. Was zum... Etwas Licht würde helfen. Ich habe kein Licht hier. Okay, da ist Licht. Was haben wir hier? Oh. Der Aufteilschlüssel fehlt. Okay. Hier ist noch ein Teil. Ich gucke gerade, ob sich hier noch was ändert. Die Katze? Du siehst böse aus. Wie kann ich diese schlecht gelaunte Katze beruhigen? Im Köder, würde ich sagen. Du brauchst bestimmt was zu futtern. Ich habe das Gefühl, ich übersehe schon irgendwelche Dinge hier, ne? Ist hier noch ein Kürbis? Nee. Kürbis ist keiner da, ne? Ein wandelndes Objekt ist auch hier nicht, ne? Dann gucken wir hier mal. Ein gutes klassisches Wirbelspiel. Also, ein Jagdhorn, ein Monokel. Monokel haben wir hier. Ein Jagdhorn ist... wo ist denn hier ein Jagdhorn? Eine Kantine? Was ist denn eine Kantine? Ich kenne eine Kantine, wo man hingehen kann, aber eine Kantine? Ist das was zu trinken? Nee. Ein Gewehr und ein Geweih. Geweih ist das, was wir brauchen, bestimmt. Da ist ein Geweih. Das zählt nicht als Geweih. Okay. Eine Pfeife hast du auf jeden Fall im Mund. Die zählt auch nicht. Na toll. Dann nehmen wir die Pfeife. Das Geweih, die Kantine, der Hund. Der Hund. Wo ist das andere Wildschwein? Da ist noch ein Wildschwein. Dann können wir jetzt hier... Was können wir hier noch rausnehmen? Weiß ich nicht. Ein Pferd haben wir jetzt hier. Wo kommt das denn hin? Da nicht, ne, oder? Nee, ich glaube nicht. Wo kommt das Pferd hin? Pferd, was haben wir hier? Oh, hier können wir noch mehr aufmachen. Was haben wir denn jetzt? Eine Handtasche. Ein Hund, Jagdhorn. Das können wir hier alles rausfinden, oder was? Was haben wir denn hier? Ein Bären. Oh Gott, wir müssen hier, da ist die Handtasche. Wir müssen die Dinge hier raussuchen jetzt hier. Krass. Okay, mal Bücher. Da ist der Truthahn. Okay. Ein Wettbewerbstrophäe. Hier. Wo machen wir denn... Ich bin verwirrt. Da? Ein Pirscher, okay. Ein Geweih sehe ich jetzt aber immer noch nicht hier, außer das da, aber das zählt ja nicht. Hm, was ist das hier? Das zählt nicht, okay. Motten sind hier. Da ist eine Motte, oder da ist eine Motte. Ein Jagdhorn müsste ich eigentlich sehen können. Das ist da ein Geweih? Nein, das ist auch kein Geweih. Was haben wir hier noch? Da ist ein Vogel. Ein Jagdhorn. Ist das hier hinten irgendwo? Habe ich irgendwas übersehen oder so? Da ist das Geweih. Okay, ganz in der Ecke. Also wir müssen weiter außen auch noch gucken. Da ist noch ein Geschirr. Da ist ein Jagdhorn. Eine Kantine. Hm. Ich weiß noch nicht genau, wo das sein kann. Was ist das hier? Das ist auch unbekannt. Okay. Kantine, Gewehr und ein Hund. Hund ist hier. Eine Wettbewerbstrophäe. Das ist eine Kantine gewesen? Okay, also so ein, ich weiß nicht, Untersitzer für... Nee, Untersitzer nicht. Wo man, keine Ahnung, Toter drauflegen kann oder sowas. So eine Platte vielleicht, bin mir nicht sicher. Das Gewehr ist hier. Und jetzt brauchen wir eine Wettbewerbstrophäe. Wir haben hier das Pferd.
Das kommt da vorne einfach drauf, alles klar. Okay, und das Geweih. Jetzt weiß ich, wo wir damit hingehen müssen. Das Geweih kriegst du. Jetzt kriegen wir die Trophäe. Sind sie den Orden? Trophäenmedaillon. Was können wir denn damit machen? Das kommt hier vorne dran, okay. Jetzt kriegen wir noch eine Kugel. Und einen Putzstab. Ein Putzstab? Wofür brauchen wir denn einen Putzstab? Du kriegst jetzt hier dann Ornament noch. Jetzt fehlt das andere noch. Putzstab haben wir noch. Eine Schleife. Putzstab. Tja, dann müssen wir noch putzen. Der Putzstab bringt aber hier nichts, ne? Da muss Terpentin dran. Was mache ich denn hier jetzt? Ist denn hier noch irgendwas anderes? Mit dem richtigen Werkzeug. Aber der Putzstab bringt uns da nichts, ne? Nee. Das hat mich auch gewundert. Ich will doch da auf X drücken, Mensch. Lass mich doch. Patrone? Können wir die kaputt drücken? Nein, können wir nicht. Da fehlt noch der Schlüssel. Was? Diese Schublade ist nicht so staubig wie die anderen. Ja, wir kriegen die nicht auf. Da fehlt uns das Ding. Ein Smart haben wir. Ich weiß noch gar nicht, wo wir das brauchen. Hier kommen wir auch noch nicht weiter. Hm, merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. Öl habe ich hier noch, aber ich weiß noch nicht genau, wofür wir das gebrauchen können hier. Das können wir nicht. Schloss ist widerstandsfähig, das kriegen wir auch nicht auf, ne? Das ist doch kein Putzstab. Das sieht. Obwohl doch ein Putzstab für eine Waffe vielleicht. Es wird nicht klappen, zu rostig. Wird nicht funktionieren. Okay, das heißt, wir müssen das damit sauber machen. Das ist ein Putzstab für die Waffe. Wir haben eine Patrone, aber wir haben kein Dingens. Putzstab können wir hier auch nicht gebrauchen? Nein. Wir brauchen hier was zum Aufhebeln. Ventilgriff haben wir noch. Wofür brauchen wir einen Ventilgriff? Können wir noch ganz rausgehen? Nein, ich kann jetzt nicht zurückgehen. Okay. Das heißt, wir müssen die Dinge hier finden. Dir fehlt noch das andere Teil, dann bist du komplett. Dich müssen wir putzen. Das heißt, wir kommen hier nicht weiter. Tja, da muss ich noch ein bisschen schauen. Ein bisschen tüfteln, würde ich sagen. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.